So, ich habe nochmal ein bisschen gerastet, um uns nochmal komplett hier aufzufüllen, damit wieder alles gut ist. Und jetzt geht's hinab auf Level 4. Vorausgesetzt, unsere Einheiten blockieren sich nicht gegenseitig. Wieso könnte denn hier nicht reinlaufen? Was ist denn jetzt los? Fehlt hier noch einer? 1, 2, 3, 4, 5. Hier fehlt noch einer. Ach, echt jetzt? Jetzt habt ihr euch... Sieht genauso aus wie die Trollen eines alten Clans. Oh Mann, jetzt haben die sich schon wieder verkeilt. Das ist aber komischerweise ist das erst hier in dieser Mine, dass das passiert. Vorher war das noch nicht. Also draußen zum Beispiel. Auch in den anderen Minen war das eigentlich nicht. Seltsam, oder? Da Veon ist von normalen Geschossen geschützt. Okay, hat er eine Spezialeigenschaft. Ich bin gespannt, welchen Grund ihr für eure Anwesenheit vorbringen könnt. Wir wollen Eisenerz kaufen. Wir wollen den Herrn der Mühle sprechen. Da Veon mag keine unangemeldeten Besucher. Ja. Pech gehabt. Wieso treffen wir denn nichts hier? Der ist doch auch nicht besser gepanzert wie die anderen. Auf die Augen, Leute. Was hat er denn? Ein Langschild. Hat er ein schönes Langschild eigentlich, ne? Er hat ein wunderschönes Langschild. Minus 1, minus 2. Das wird gleich sein wie bei uns. Minus 2, minus 3 haben wir sogar. Hat denn er hier? Minus 1, minus 2. Oh, wir müssen mal aufpassen. Es gibt ja offenbar doch nochmal... Ah, Langschild plus 1 ist das hier. Ah, okay. Gut, 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 gut. Alles gut. Aber selbstverständlich. Moin. Walte deines Amtes. Dürfte nie so schwer sein. Ich frage mich gerade... Wo es hier hingeht. Ist hier irgendwo ein Durchgang noch? Habe ich was verpasst? Ist das hier der vierte, die vierte Ebene? Ah, okay, jetzt dachte ich schon. Ah, okay, also hier ist die versteckte Ebene. Wen haben wir denn hier? Einen Schlachtenschreck, der auf uns wartet. Ah, diese Wegfindung macht mich irre. Und eine Falle. Gut, dass wir nicht nach vorne gelaufen sind. Oder vielleicht frostigen Tod. Okay, also Dorden wird schon ordentlich vermöbelt momentan. Guck dir das an. Dorden muss mal weg hier. Kann ich den Dorden einfach nach oben schicken? Geht das? Oh Gott, das geht so überhaupt nicht gut aus jetzt hier. Huiuiuiui. Die sind aber auch ganz schön gepanzert. Wir probieren mal was. Mit dem Stab des magischen Geschosses. Ah, ein bisschen Schaden macht es. Stab der Furcht haben wir noch. Was haben wir denn noch hier? Magisches Geschoss, wir zaubern mal ein bisschen. Wenn die jetzt hier schon zu stark sind, wie wird das jetzt erst bei den anderen Leuten? Wir werden mal die Flamme. Oh, was ist hier los? Wieso ist hier alles rot? Ach, die sterben jetzt so. Okay. Schwierige Sache, wir müssen öfters rasten, wie ich dachte jetzt. So, jetzt werde ich hier verhauen. Wir haben immer noch die Hälfte der Lebenspunkte. Aber wir treffen irgendwie nichts. Bei Imoen. Imoen macht überhaupt keinen Schaden. Dann soll Imoen mal kurz in den Nahkampf gehen. Meine Güte. Ich
hoffe, das sind die einzigen beiden Schlachtenstecks hier. Wow. Erstmal durchatmen. Dürfte nie so schwer sein. In einer der letzten Folgen habe ich noch angesprochen, hey, das geht ja super easy, wie wir uns hier durchschnetzeln. Und dann habe ich gesagt, das Spiel hört genau auf mich und weiß, wann es mir in den Rücken fallen muss. Und jetzt ist es offenbar soweit. Jetzt ist es soweit. So, erstmal durchatmen. Die Immuin kann aufsteigen. Die Immuin wechselt wieder auf den Pfeil, genau. Stufe erhöhen. Wir bekommen wieder 25 Punkte für die Fallen und Schlösser öffnen. Und dann bleiben noch 10. Müssen wir noch irgendwas anderes machen? Komm, Taschendiebstahl, wir brauchen das nicht. Wir gehen lieber erstmal schön auf Fallen finden. Momentan können wir eigentlich alle Schlösser öffnen, die wir gefunden haben. Deswegen werden wir die zukünftigen Punkte wieder vermehrt in Fallen finden stecken, damit wir die vielleicht etwas schneller finden können. So, erstmal schlafen. Ah, es ist so blöd, wenn die hier kommen. Es nimmt kein Ende, ne? Ich kümmere mich mal eben um die. Das sind ja reguläre Gegner. Aber selbst jetzt treffen wir wieder nichts. Wir müssen mal schauen, was so gegen so Schlachtenschrecks irgendwie effektiv ist. So. Also, die Immuin muss hier vorne noch eine Falle entschärfen. Ich weiß genau, dass die hier war. Ich habe sie ja schon gesehen. Wie lange braucht die Immuin, um die Falle zu finden? So, dann wieder hinter. Es kann durchaus sein, dass nochmal welche kommen jetzt. Fallen, meine ich. Die stoischen Abenteurer haben also den Weg hier runter in meine Höhle gefunden. Oha, da war Eron, ist offenbar Schweizer. Diese Dialekte. Es ist so fantastisch. Warum seid ihr gekommen? Oh, muss ich jetzt auch Schweizerisch sprechen? Ich kann keinen schweizerischen Dialekt. Warum? Nee, das war. Ich versuch mal. Warum? Oh Gott, warum seid ihr gekommen? Wollt ihr meine Reichtümer rauben? Oder wollt ihr mich für meine Beleidigung eures Ehrgefühls strafen? Es macht keinen Unterschied, denn das eine wie das andere wird euch nicht gelingen. Ehe ich mich eurer in besonderer grausamer Weise entledige, solltet ihr wenigstens erfahren, wem ihr euer schreckliches Ende zu verdanken habt. Man nennt mich dabei Eron. Die Höflichkeit würde es gebieten, dass ich euch nach eurem Namen frage. Doch da ihr praktisch schon tot seid, will ich ausnahmsweise einmal auf Etikette keinen Wert legen. Stopp, Pause, Rückzug, Männer, es ist ein Schweizer. Rückzug, es ist ein Schweizer. Schnell, weg hier. Erstmal durchatmen, Leute. Okay. Wir brauchen erstmal hier den Segen. Kann hier jemand den Segen ausrufen? Hier der. Der Jeslik kann das machen. Und jetzt stürmen wir einfach mal hier rein und schauen mal. Oh Mann, jetzt gibt es ja auch noch eine Falle. Verdammt. Das wäre schön zu wissen, wo die Fallen jetzt sind hier. So, er ist jetzt hier verhext. Teufels ist verhext. Er hat die. Was hat der hier? Schreckenszauber. Es wäre jetzt schön, wenn er hier diese Magie bannen könnte.
hat gar nichts gebracht. Er teleportiert sich hier offenbar von Ort zu Ort. Kannst du denn sonst irgendwie Gesang? Wir können mal Stille auf ihn anwenden. Und die Nera kümmert sich um das magische Geschoss. Oh, und die Imoen nutzt hier mal die Pfeile, die guten. Hier, Feuerpfeil zum Beispiel. Oder vielleicht mal so Pfeil plus... Wo war denn jetzt? Pfeil plus 2 wäre vielleicht ganz gut. So. Die Nera ist etwas verletzt momentan. Das heißt, du nimmst dir mal den Trank. So, einmal Trank. Wir müssen schauen, dass er hier... Bleibt zurück und gebt Acht. Wieso schaffen eigentlich unsere Nahkämpfer hier ist mir eine Ehre. Nicht den Zauberer zu treffen, Leute? Das ist sehr traurig. Das ist richtig traurig. Was haben wir denn noch? Schlaf, Schmieren. Wir nehmen mal die Flamme hier. Die Flamme und du... Machst mal Person festhalten. Keine Ahnung, ob das was bringt. Aber dann kann er nicht mehr weg. Hoffentlich. Ihr habt der Organisation, die als Eisenthron bekannt ist, großen Schaden zugefügt. Eine Niederlage, die mit Sicherheit nicht ungerecht bleiben wird. Nun müsst ihr in die große Stadt namens Baldurs Tor reisen. Dort werdet ihr bestimmt erfahren, was wirklich hinter den seltsamen Ereignissen, die die Bewohner der Schwertküste quälen, steckt. Okay. Dann haben wir den jetzt schon erledigt. Das ging jetzt doch. Ich dachte, der hätte ein bisschen mehr Verstärkung, aber der war wirklich nur ganz alleine hier unten. In Quarantäne quasi. Und der Teufel ist auch wieder normal. Hat sich wieder beruhigt. Er hat gleich zwei Zauberruben getragen. Schmieren, einen Schlüssel zum Flussstöpsel. Drei Briefe. Und die Sachen hier, die holst du dir. Dann werden wir uns das jetzt mal schön anschauen. So, du kannst wieder auf die normalen Pfeile wechseln. Da bin ich zu geizig, dass ich die jetzt für die regulären Mobs verwende. Für den regulären Mobs. So, Säurepfeil können wir hier gruppieren. Wir haben hier Pfeil plus 1. Euch können wir auch gruppieren. Dann, du bekommst noch ein paar Kugeln. Die Nera kann aufsteigen. Was habt ihr für ein komisches Zeichen? Zum Schweigen gebracht. Das ist aber durch unseren Zauber passiert. Das macht aber gar nichts, weil die ja sowieso nicht zaubern müssen. Nera, du bekommst einen Fertigkeitspunkt auf die Schleuder. Sehr schön, sehr gut. Dann Rettungswurf gegen Tod, Zauberstäbe, Verwandlung, Odem. Zusätzliche Magiezauber des dritten Grades 1 und des... das war schon. Trefferpunkte 4, Sagenkunde erhöht. Das heißt, wir können dir hier nochmal was ausrüsten. Verlangsamt Zauberstoß. Was ist das? Er bannt jeden Zauberschutz des 5. Grades und niedriger. Magie bannen. Das hat ja vorhin nicht so funktioniert. Das kann natürlich auch sein, dass wir einfach nur Pech hatten. Dann würde ich mir lieber so einen Feuerball nochmal holen hier. Dann machen wir nämlich, wenn wirklich viele Leute im Raum sind, ganz ordentlich Schaden. So, bevor wir hier uns an die Plünderung machen, dürfte nie so schwer sein. Schauen wir nochmal ins Inventar. Die Roben müssen identifiziert werden. Genauso diese Armschützer. Abwehrarmschützer, Rüstungsklasse 6, Panzerung bis zum Tod. Diese Armschützer waren jahrzehntelang im Besitz eines unbesiegten Gladiators
und wurden häufig bei Kämpfen in der Arena verwendet. Mit dem Tod des Gladiators verschwanden auch diese magischen Gegenstände, aber es hält sich das Gerücht, dass sie auch weiterhin bei Wettkämpfen im ganzen Land eingesetzt werden. Rüstungsklasse 6. Wir schauen mal, ob wir, wer hier am meisten davon profitiert. Und der bekommt die dann auch. Minus 1. Bei ihm passiert gar nichts. Da tut sich gar nichts hier. Bei Dorn. Bei ihm auch nicht. Bei dir auch nicht. Die einzige, die davon profitiert, ist momentan die Nera. Die Rüstungsklasse 8. Schütze hat. Okay, na dann. So soll es sein. Rüstungsklasse 5. Rüstungswertbonus minus 1. Magiewiderstand 5%. Das hört sich überragend gut an. Ah, Robe des bösen Erzmagiers ist das. Ah, schade. Kann nicht verwendet werden von guten Charakteren. Und die Nera, die ist ja ganz nett. Wobei sie ist eigentlich nur chaotisch neutral. Aber offenbar nur von... Ah, chaotisch gut, neutral gut, aber nicht chaotisch neutral. Achso, doch. Chaotisch neutral geht nicht. Das sind ja die, die nicht funktionieren. Ach, schade. Und nochmal eine Zauberrobe. Robe des Reisenden wieder mal. Ja. Die wir schon besitzen. Schade. Kann man jetzt leider nichts dagegen machen. Dann der Schlüssel. Dieser Schlüssel ist ein magischer Gegenstand, mit dem man die geheimnisvollen Glyphen, die den Flussstöpsel auf der ersten Ebene der Mine sichern, umgehen kann. Behalten wir gleich im Inventar, der wird später nochmal. Jetzt wichtig, ein Brief. Dabei Eon, ich habe eure Anfrage nach zusätzlichen Sklaven erhalten. Sie werden euch so schnell wie möglich zugesandt. Die Dinge in Baldur's Tor gestehen gut. Wir haben eines der edlen Grundstücke im Westen erworben, das wir als Basislager für unsere Operationen benutzen. Es handelt sich um ein sehr altes Gebäude, das höchstwahrscheinlich schon vor dem Bau der zweiten Mauer errichtet wurde. Durch seine Bauweise lässt es sich leicht vor dem Eindringen von Dieben schützen. Denkt daran, Jeslik zu fragen, ob ihm seine neue Behausung gefällt. Rielta. Ist das Alturiak? Ist das die Stadt oder heißt der Rielta Alturiak? Wir kopieren uns die Notiz. Davion, wie ihr wahrscheinlich gehört habt, zeigt das Eisengift in der Küstengegend bereits Wirkung. Da die meisten Eisenimporte von Tazok aufgehalten werden, kommt nun der Großteil aus der verseuchten Eisenquelle in Neshkel. Der Aufstand der Sytilisaner in Ammen hat dafür gesorgt, dass keine Truppen aus dieser Nation etwas gegen unsere Söldnereinheiten unternehmen können. Jedoch wurden einige der Söldner der Schwarzen Krallen von der flammenden Faust gefangen genommen. Alle Gefangenen haben behauptet, mit den Zentarim verbündet zu sein und damit jeglichen Verdacht vom Eisenthron abgelenkt. Ich habe Transig ausgesandt, den Söldnern dabei zu helfen, das Eisen zu eurer Basis im Mantelwald zu schaffen. Er hat einige Packtaschen mitgebracht, sodass er alleine zum Mantelwald reisen kann und somit die Gefahr verringert, dass euer Stützpunkt von Spähern der flammenden Faust entdeckt wird. Also wir brauchen unbedingt den Rielta. Und nochmal an den Dabeon. Unsere Pläne laufen gut. Sarevok ist von unserem Hauptquartier in Ordulin zurückgekehrt. Er bringt Neuigkeiten von unserem Vorgesetzten, die mit unseren Fortschritten soweit zufrieden sind. Moment, es gibt also nochmal jemanden, der besser ist wie der Rielta. Ich habe vor, Sarevok zum Befehlshaber über unsere Söldnereinheiten in der Region zu ernennen. Er hat bereits Tazok seinen Bediensteten in den Schafzahnwald gesandt, damit dieser die dort stationierten Kräfte befehligt. In Baldur's Tor gehen die Dinge geschwind voran. Wir haben unsere besten Agenten in die Reihen der Gemeinschaft der Sieben Sonnen eingeschleust. Also es ist offenbar doch der Ort Flammleite. Also es gibt den Rielta, es gibt den Sarevok, es gibt den Daveon nicht mehr, aber über dem Rielta gibt es noch einen. Er bringt Neuigkeiten von unseren Vorgesetzten, sagt er. So, die Sachen schmeißen wir raus. Brauchen wir nicht mehr. Wo geht's jetzt lang? Stattdessen werden wir noch ein bisschen plündern. Ich hab genug davon. Oh, war das eine Falle? Weil es gezuscht hat. So gut wie erledigt. Also bis auf den Erdboden, den er sich hier eingerichtet hat, ist es eigentlich ganz hübsch hier drin. So, den Meisterdiebeskunsttrank
könnte eigentlich... Naja, wir schmeißen alles weg, komm. Wir schmeißen alles in unsere Tasche. Da stört es nicht, bis wir die Sachen brauchen. Dann können wir die immer noch verwenden. Es gibt offenbar immer noch Fallen hier. Aber das schwierigste Teil liegt schon mal hinter uns. Unsichtbares entdecken. Ich hab genug davon. Zwei doofe, ein Gedanke. Guckt euch das an. So. Ja, aber selbstverständlich. 300 Gold hier. Wunderbar. Hier ist nichts. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Sieht wie ein leeres Becken aus. Vielleicht hat er hier gebadet. Oh, wer ist hier? Der Stefan ist hier. Dem Stefan sprechen wir gleich mal. Aber erst plündern wir noch. Denn ich verschwinde jetzt. Das dürfte nie so schwer sein. So, ein Stab. Wahrscheinlich wieder ein Stab der Furcht. Wie immer bei den Routen. Kann leider nicht identifizieren, aber wahrscheinlich wird es der gleiche sein wie der hier. Da könnte man theoretisch auch mal die ein oder anderen verkaufen. Das dürfte nie so schwer sein. So, mit dem Stefan sprechen wir in der Folge noch. Ihr habt da weh und getötet. Oh, bitte tötet mich nicht. Bitte, oh, bitte, oh, bitte. Ich schwör's. Ich bin doch bloß sein Lehrling. Ich weiß gar nichts. Na gut, ich weiß ein bisschen was. Aber ich war doch nur sein Schüler, wirklich. Ich kann euch vielleicht helfen. Ich kann euch Informationen geben. Frag mich was. Na los, fragt mich doch irgendwas. Wer seid ihr? Welche Rolle habt ihr hier gespielt? Ich sagte euch doch, dass ich nur Daveons Schüler bin. Ich bin bei ihm in die Lehre gegangen. Das ist alles. Ich hatte keine Ahnung von nichts. Gut, ich weiß ein klein wenig. Fragt einfach und ich werde es euch erzählen. Was war der Zweck dieser Anlage? Der Zweck? Ich glaube, wir wollten als Retter in der Not auftreten, angeritten kommen mit ihren Eisenvorräten und die Truppen ausrüsten oder so ähnlich. Durch die Raubüberfälle und die Gerüchte über Armen haben sich der Eisenthron ausgerechnet, dass die Kerzüge von Baldurs Tor dächten. Sie bräuchten auf schnellstem Wege Waffen und Erz für den Fall eines Angriffs der armenischen Seite. Sie dachten, sie könnten astronomische Preise verlangen oder noch besser Sanktionen gegen die Konkurrenz verhängen und so die Handelsgesetze für sich selbst lockern. Ein einfacher Weg, sich an der Küste als Macht im Untergrund zu etablieren. Das ist alles, was ich weiß. Ich schwör's. Die Eisenknappheit. Wer steckt dahinter? Wer dahinter steckt? Naja, der Eisenthron, schätze ich. Daveon hatte diesen Ort für die regionalen Bosse in Baldurs Tor geleitet. Sie verwendeten einen merkwürdigen Zaubertrank, um das Eisen in den Lagern zu vergiften, setzten Malahi dafür ein, damit kein neues Eisen abgebaut wurde und die Räuber überfielen alle Handelskarawanen, die Eisen transportierten. Und dann ist es nicht schwer, die spürbare Knappheit als echte Bedrohung zu verkaufen. Das müsstet ihr aber alles wissen, wenn ihr Malahi getötet habt. Kann ich jetzt gehen? Wer war Daveons Vorgesetzter? Wer erteilt hier tatsächlich die Befehle? Ich weiß nicht, ich schwör's. Alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass die Anführer des Eisenthrons Daveon hier eingesetzt haben. Ich glaube, es sind deren drei, aber ich kenne ihren Namen nicht. Daveon erhielt auch noch von jemand anderem Befehle. Er beschwerte sich oft darüber, aber er nannte mir nie Namen. Wirklich nicht. Das Hauptgebäude des Eisenthrons ist in Baldurs Tor, irgendwo im Südwesten der Stadt. Aber ich war nie dort. Das ist die reine Wahrheit. Kann ich jetzt mitgehen? Drei Anführer aktuell für den Eisenthron und noch jemand, der auch nochmal Befehle gibt. Also, was machen wir? Lassen wir ihn am Leben oder darf er davonlaufen? Er hat uns alles gesagt, was er sagen kann. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er hier, dass er einfach nur ein Lehrling ist. Und auch, ne, er muss es mitbekommen haben. Er muss es mitbekommen haben und müsste jetzt eigentlich dafür sterben. Geht mir aus den Augen, Schwächling. Oh, danke, danke, danke. Ich verspreche hoch und heilig, mich nie wieder mit Leuten dieser Art einzulassen. Egal, wie gut die Bedingungen wären. Ja, mein Herr, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich von jetzt an aufpassen werde. Danke und auf Wiedersehen. Man möchte das ja immer ganz gern glauben, ne? Aber meistens ist es dann ja so, dass sie ja doch wieder in die gleiche Schiene verfallen. Und das ist natürlich etwas traurig. Wir können hier wieder nach oben reisen. Oder erst noch hier runter. Und mal nachschauen, was wir hier noch entdecken.
einen Grünschleim. Natürlich, jeder sollte einen Grünschleim zu Hause haben als Haustier. Die halten fit, halten gesund. Man kann davon knabbern. Und die wachsen immer wieder nach. Das ist überhaupt kein Problem. Hat der hier einfach mal schön drei Kisten abgestellt, ne? Und hat gedacht, es würde niemand sehen. Diamant, Halskette, Melfsäurepfeil. Klopfen 1000 Gold nochmal. Ganz viele Schatzformeln, die wir alle schön identifizieren müssen. Halskette der Träne Lerals. Oh Mann, wir werden so stinkreich, Leute. Wenn wir das alles jetzt hier schön verkaufen. Wir werden so stinkreich. Wir werden aber auch mal jetzt kurz hier rasten. Den Melfs Säurepfeil. Kann denn hier die Nera den Melfs Säurepfeil? Den würde ich gerne lernen. Säure ist immer gut. Blitzstrahl. Wir schauen, welche Grad 2 ist das. Welche Schule das ist. Das heißt, wir müssten hier etwas rausschmeißen. Gesinnung erkennen. Komm, raus damit. Entfernen. Und jetzt bitte Melfs Säurepfeil lernen. Das hier ist Klopfen. Versperrte Truhentüren, Geheimtüren öffnen. Brauchen wir so gesehen jetzt nicht. Unsichtbares Entdecken. Das wäre ganz gut, weil es ja doch immer mal wieder Gegner gibt. Auch Grad 2. Die sich gerne vor uns verstecken, während sie kämpfen. Ah, haben wir schon. Okay. Das hat sich schon erledigt. Dann, die müssen wir noch identifizieren, die Sachen. Dann werden wir hier unten mal nächtigen. Ah, wie die zwei wieder hängen hier. Sagt an. So gut wie erledigt. Und wir schlafen natürlich im hintersten Eck, damit uns niemand entdeckt. Und in der nächsten Folge geht es dann wieder nach oben und wir werden dann diese Mine komplett überschwemmen.